Gérard Depardieu blieb dem Auftakt des Prozesses gegen ihn am Montag in Paris fern. Der französische Schauspieler muss sich wegen Vorwürfen vor Gericht verantworten, während eines Filmdrehs im Jahr 2021 zwei Frauen sexuell belästigt zu haben. Seine Anwälte beantragten jedoch eine Verschiebung des Prozesses aus gesundheitlichen Gründen. Leider haben die Ärzte ihm verboten, heute zu erscheinen. Aber sie haben angedeutet, dass er bei entsprechender Behandlung in 6 Monaten erscheinen könnte. Depardieu weise alle Anschuldigungen zurück, fügte sein Anwalt hinzu. Wir haben eine Vielzahl von Beweisen, die zeigen, dass alle Anschuldigungen nichts als Lügen und Fehlinformationen sind. Und das sind nicht nur 1 oder 2 Zeugen. Wir haben bereits mehr als 8 Zeugen, die bestätigen, dass die von den Klägerinnen vorgetragene Version völlig ungenau und falsch ist. Und das Gericht wird entscheiden. Im Falle einer Verurteilung drohen Depardieu bis zu 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 75.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Schauspieler, die Frauen beim Dreh des Films Die grünen Fensterläden begrapscht und belästigt zu haben. Die französische Schauspielerin Anouk Greenberg, die auch in dem Film mitspielt, berichtete am Montag von obszönen Äußerungen Depardieus ihr gegenüber. Angefasst habe er sie aber nicht, denn vor bekannteren Schauspielerinnen habe er ein bisschen Respekt. Ich bin heute hier, um die Frauen zu unterstützen, die den Mut hatten zu sagen, dass es reicht. Depardieu greift immer die kleinen Arbeitskräfte an, immer in der Hoffnung, dass sie schweigen werden. Nun, es gibt viele kleine Arbeitskräfte, sehr viele. Heute sind es 2, aber sie sind unter Hunderten und Hunderten. Und er steht nicht über dem Gesetz. Vor dem Gerichtsgebäude in Paris versammelten sich am Montag Demonstrantinnen und Demonstranten, um ihre Solidarität mit den Klägerinnen zu zeigen. Depardieu, einer der bekanntesten französischen Filmstars, war in den letzten Jahren wiederholt mit Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert. Der 75-Jährige hat jegliches Fehlverhalten stets bestritten.